Jetzt erstmal eine Runde Tube Tribute. Grund gingen, erschreckte es mich, dass meine Stadt nun ein fremder und feindlicher Ort war. Ich hatte mich hier sicher gefühlt, in der Dunkelheit der Metro. Umso mehr, als Burton behauptete, er hätte in der trockenen Station Freunde. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Metro 2033 Reduxform. Ich muss euch leider was sagen, ich habe nämlich aufgenommen und vergessen, den Auto-City-Knopf zu drücken. Damit hatte ich keinen ordentlichen, vernünftigen Ton mehr gehabt. Und zudem war das auch besser so, weil ich an einer Stelle war, wo ich irgendeinen Save-Point aktiviert habe, aber hinter mir die ganzen Feinde standen. Also, und da musste ich dann sowieso dann weg. Und, ja, ich hoffe, wir können jetzt getrost einfach weiter fortfahren an der Stelle, wo ihr seid. Ich bin leider schon etwas weiter, aber ich hoffe, das macht nichts. Legen wir mal los. Hör gut zu, die Station ist unter Kontrolle der Banditen. Wir müssen leise sein und uns umsehen. Wenn wir meine Freunde nicht sehen, müssen wir weg. So, das ist weiter. Ich erinnere mich an dieses Gitter. Wir müssen nur... Scheiße, da passe ich nie durch. Na gut, du bleibst hier. Okay, ich bleib hier. Und nehme das Gewehr und geh dann einfach. Drin. Wir sind gut. Ja, die Musik sagt aber nichts Gutes. Wer bist du? Hey, ich brauche Licht. Wen haben wir denn hier? Es ist Bourbon, der Geldmacher. Und wer labert da? Bring mich zu deinem Boss. Ich habe etwas mit ihm zu besprechen. Der Boss? Aber natürlich. Der Boss soll es also sein. Wo solltest du sonst hin wollen? Und da kriegt Bourbon ordentlich was aufs Gesicht. Bewegung. Das bringen wir später zu Ende. Bewegung. Also ich glaube, so eine netten Freunde hat Bourbon dann doch nicht gehabt, ne? Also er jetzt hier Schuldenmacher ist, glaube ich, sowieso nicht so populär hier in der Station, ne? Schau mal, ob er etwas vergisst. Ich sehe seine Sachen nicht. Ah, und gut geschalten. Das war natürlich jetzt unsere Person, nicht ich. Hier gibt es nichts als Ratten. Na gut, dann gehen wir. Ja, ja, geht mal. Lasst mich mal alleine. Und ich muss mal gucken, weil ich ja jetzt nachladen musste. Ja, ich habe noch all meine alten Waffen dort. So, wir tauschen. Wir nehmen jetzt erstmal hier die ganze Munition ein. Und tauschen unser Gewehr gegen seine AK. Die ist eindeutig mal so ein bisschen besser. Der braucht voll lange beim Zielen, habe ich den Eindruck. Gut, und die lassen wir jetzt dort. Und wir müssen uns jetzt hier durchschleichen. Was? Ja, ja, und hier sind leider die Leute. Und die sind uns natürlich auch nicht wohlgesonnen. Und ich weiß leider nicht, ob ich einen Weg finde, hier vernünftig durchzukommen. Und ich habe das letzte Mal so gemacht, dass ich einfach drauf losgeschossen habe. Und wir sehen schon hier, dass die Engine schon ganz gut ist. Die Kugeln fliegen auch leider durch das Holz leider. Und ja, da klebt schon einer an der Wand. Ich lasse ihn mal ein bisschen näher kommen. Ich möchte jetzt hier nicht so viel Munition verballern. Ich sagte näher kommen und nicht direkt vor meiner Linse, ey. Das hat mich erschrocken. Ja. Ich muss leider hier etwas in Acht nehmen. Damit ich jetzt hier auch noch heil durchkomme. So, da hinten stand einer. Hier stand da noch einer. Und da hinten.
Die haben glücklicherweise alle ein bisschen ja, Licht immer bei sich, ne? Das heißt, man erkennt die relativ gut, wo die sind. Oh, die schießen aber wirklich gut. Ja, ich lasse die mal ein bisschen näher rankommen. In der Zeit sammle ich ein bisschen Munition. So, das ist eigentlich ganz gut. Und er sieht uns glücklicherweise... Boah, scheiße. Glücklicherweise nicht. Na, renn doch weg. Komm doch am besten rum hier. Da war noch eine Taschenlampe, habt ihr gesehen? Rechts, rechte Seite. Ich muss da natürlich wieder hier sehr vorsichtig sein. So, und ich weiß wirklich nicht, wie clever die sind, ob die jetzt hier probieren, an mich dran vorbeizulaufen. So, linke Seite war noch einer, habe ich jetzt gehört. Auf dem Ohr. Bin jetzt auch leicht angespannt. Ich schaue einfach mal hier nach. Guck. Hier ist Puffke. Ist irgendwie nach? Nee. Naja, dann sucht mich doch. Rechte Seite sind noch welche. Okay, gut. Also man sucht mich auf alle Fälle. Hier ist ein schönes Journal. Und dann lasse ich die doch einfach mal suchen. Schön, dass du das für mich gehalten hast. Ich bedanke mich sehr bei dir. Klack. Ja, komm. Aber wir müssen ja hier Munition sparen. Falls ihr euch wundert, warum ich so zögerlich schieße. Ah, die Munition sagt mir immer noch, dass hier einer ist. Ja, du blöde Sau hier. Ah, hier ist ja einer. Kann man den befreien? Du bist tot. Hallo? Ich wollte mir gerade einen zur Hilfe holen hier. Brauchst du nicht auf mich schießen. Ah, hier ist einer noch mit Lauf. Schrot, da. Okay. Aber ich denke mal, noch ist, bin ich hier nicht sicher. Hier sind doch... Krieg ich den irgendwie auf? Nee, wa? Ist mir beim ersten Mal sogar gar nicht aufgefallen, dass hier Leute sind. Hier, dankeschön. Mal her damit. Ach, kann ich die Projektile quasi mit aufsammeln? Das ist ja interessant. Oh, hier. Schalldämpfer. Schalldämpfer gegen... Na gut, dann los. Ich hab zwar die eine Waffe gerade erst gekauft, ne? Aber, die bringt mir ja nichts. Ich habe keine Ahnung, wie ich das aufzuladen habe. Und von daher, finde ich es besser, dann da lieber eine Waffe, also eine weitere Waffe zu haben, mit der ich umgehen kann. Mit der ich was anstellen kann. Als dann eine Waffe mit mir rumzutragen, die nichts weiter als nur Platz wegnimmt. Und, ja. Möchte ich dann doch lieber so entscheiden. So. Das war jetzt so der Part, an dem ich mich umgeguckt habe. Hier sind übrigens Dosen, die hätten mich wunderbar verraten. Hier gibt es eine Falle, da kriege ich so ein schönes Brett vom Kopf. Habe ich ja sonst auch immer so ein Brett vom Kopf. Aber doppelt hält besser. Deswegen, wir müssen doch schon vorsichtig hier durch die Gegend watscheln. Hat hier jemand geschnarcht? Nö, ich dachte. Vielleicht war es eine Ratte. Eine Analratte. Oder so, was ist mit dir? Hast dich doch noch erschrocken, ja? Kann man die eigentlich umdrehen, so generell, und dann alles mitnehmen? Licht aus. Licht an. Und schönes Bild, ne? Von vergangenen Tagen. Hier leckere Suppe von vergangenen Tagen, hier frisch gekocht. Das Feuer brennt noch. Aber die sind auch richtig am Arsch, wenn da auf einmal so ein Brett eckig ausgelöst wird, oder? In so einem Tunnel, ah, Midi-Pack, immer her damit. In so einem Tunnel, wenn da erstmal Rauch entsteht, da bist du auch richtig angenervt, sage ich mal. Um es nicht salopp auszudrücken. Da musst du schon. In gewisser Weise. Hast du den Typen gesehen, den sie gerade geschnappt haben? Was? Scheint so, als
Alarm! Der Feind ist hier! So. Der Feind ist hier und er macht euch alle fertig. Er macht euch alle nass. Kommt doch ruhig her. So, und da wir hier einen besten Punkt haben und uns verschanzen können, von hinten kommt jetzt sowieso nichts mehr. Werde ich mich jetzt hier kurz mal aufhalten und abwarten. So viel zum Abwarten. Zick, sag gerade, ich warte ab. Und jetzt haben sie gemerkt, dass ich hier Licht ausgemacht habe. Oh mein Gott, das Licht ist aus! Oh! Unschön, ich glaube, die sind ein bisschen entzündlich. Die ganzen Feuerstellen hier. Nun. Halt, Schuss! Alter, ich hab dir deine Stimmbänder weggefetzt. Du kannst gar nicht mehr reden. Hab ihn unter Beschuss. Aber auch schön mit Gegenlicht, wa? Das ist clever. Gegen dich zu arbeiten. So, komm, Splinter Cell Modus. Komm mal ran hier. Patz! Alter, da ist ein Schalldämpfer drauf. Warum ist denn die so laut? Toller Schalldämpfer. Schalldämpfer für den Arsch. Na, wo ist er? Da leuchtet sein Auge wie ein Alienlicht. Huch! Was war denn das für ein Geigenspiel? Okay, die Musik beruhigt sich. Das ist immer ein gutes Zeichen. Oh, das war schön. Noch mehr? So ein bisschen? Nee, der Rest ist voll. Das ist an sich immer ganz gut, wenn es heißt, das und das ist voll. Das freut mich immer. Hier, irgendwelche Granaten sind voll. Kann ich die eigentlich mit G werfen oder so? Probieren wir mal was aus. Nein, das war's nicht. Oh, was ist denn hier? Munition. Hier kommt Licht aus. Ich glaube, da kann man rein. Man hätte also quasi von außen rum sich anschleichen können. Die umgehen können oder wie? Na gut. Ich sag mal so, so habe ich mehr Munition. Und je mehr Munition ich habe, desto besser. Umso sicherer fühle ich mich. Hat der noch gewackelt? Hallo, hallo, hallo? Jemand hier? Schaut mal. Ich gehe mal jetzt hier durch, mal gucken, was passiert. Ich hänge? Okay, jetzt hänge ich nicht mehr. Hier kann man doch noch durch. Psst. Da leuchtet doch noch ein Licht. Ich glaube, ich war hier nicht der Einzige, der auf die Idee kam, sich hier zu verschanzen. Hat der sich da einfach versteckt? Oh, was ist denn hier für eine schöne Waffe? Na, sieht aus wie Schrot. Ich werde das mal wechseln. Und es hat sich gelohnt, einfach mal einen Viererschuss. Hä? Wo? Was? Warum? Ist das jetzt gut? Ist das jetzt schlecht? Was ist denn hier los? Meine Tastatur spinnt. Wenn ich nach oben drücke, laufe ich nach rechts. Ah! Lass mich in Ruhe. Jetzt läuft er wieder normal. Ah! Was ist denn das jetzt? Was hat er denn eingeworfen? Ah! Verwirrung. Was war denn das? Die komplette Tastatur war gerade verändert. Wenn ich nach hinten gedrückt habe, bin ich gesprungen.
Bin ich da vorne gelaufen, bin ich nach rechts gelaufen? Nach rechts, nach links irgendwie? Keine Ahnung, weil es ganz, ganz strange gewesen. So, und ich schätze mal, wir werden jetzt hier durch die Tür latschen müssen. Wen hast du mitgebracht, Bastard? Antworte, du Mistkerl. Sonst erschieße ich dich. Ist es der Einäugige? Oder Hypokrit? Artyom! Wir zum Teufel! Weißt du, der kommt da ganz smooth rein. Oh nein. Wer soll mich jetzt zurückführen? Komm, fertig ausgeschlafen. Du kannst deine Waffe runternehmen, junger Mann. Wer bist du? Ein trauriges, aber nicht unerwartetes Ende für einen wie ihn. Das hast du nicht mein gefragt. Mein Name ist Khan. Na, geht doch. Nun, ich schlage vor, dass wir diesen Ort sofort verlassen. Die anderen Banditen werden bald auftauchen und ich möchte weiteres Blutvergießen vermeiden. Ich gehe zurück zur Verfluchten. Hier bekomme ich Rheuma. Wenn du lieber das Schicksal deines Freundes teilen möchtest, solltest du bleiben. Ah, okay, um neue Informationen. Khan dahin laufen und dann vor denen fliehen. Oder ich bleib hier und knall die ab. Was würdet ihr machen? Verratet es mir doch. Ich werde mich erstmal schnell hier umschauen, ob hier irgendwas ist. Ich werde auf alle Fälle in die verfluchte Passage gehen. Oder mitgehen. Denn ich denke, alleine habe ich jetzt nicht so die Chance, mich zu behaupten gegen ein paar mehr Männern. Oh, ein Teddybär, wie süß. Und daneben eine Flasche. Oh, guck mal, da drunter haben sie noch ein bisschen was hingestellt. Also drunter gelegt. Okay. Ich werde mich jetzt entscheiden, mitzugehen. Eine kluge Entscheidung. Dankeschön, ich weiß. Denn eine andere Möglichkeit habe ich jetzt persönlich nicht gesehen. Das Erscheinen überraschte mich. Obwohl ich beim Kampf gegen die Banditen schon gespürt hatte, dass mir jemand half. Khan versicherte mir, dass Bourbons Schicksal nicht mit meinem eigenen verbunden sei. Trotzdem bedauerte ich seinen Tod. Hallo? Mir geholfen im Kampf gegen die Banditen? Am Arsch. Weil ihr ganz alleine habt, die fertig gemacht. Ha! Nix da. Gut, und das soll es gewesen sein für diese Folge von Metro 2033 Redux. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Teilt das Ganze. Und was mir am persönlichsten, am wichtigsten ist, schreibt einen Kommentar, wie ihr es fandet. Also, bis dahin. Ciao.